So, und damit herzlich willkommen zurück wieder einmal zu Let's Play Against Soul Man und Nation Zero, und wir spielen Naruto Shippuden Ultimate Ninja 3. Ja, diesmal haben wir den Namen langsam drauf, wir bessern uns. Ich muss mir unbedingt mal Ultimate Ninja Storm 3, jetzt habe ich beinahe... Ja, Storm 3, ja. Das ist also quasi Ninsus 3, wir spielen Ninsus 3. Das kann sich kein Schwein merken. Naja, was soll's. Ja, die Erweiterung haben wir leider noch nicht gekauft. Hier von Ninsus 3. Burst irgendwas hier, ne. Kakuzu mögen wir sowieso nicht, scheiß auf seine letzte Form. Die ganzen Badeklamotten haben wir sowieso schon, also auch daher scheiß drauf. Ja, wir drücken einfach jetzt mal random. Ich fange an, ich bin Mifune und ich krieg ne... Hey, nein, ich mag Mifune. Ja. Hey! Das ist natürlich einer seiner Favorite-Charaktere. Jetzt hoffe ich natürlich, dass sie auch ein Favorite-Charakter kriege. Ich bin ein riesiger Schwert-Fan. Und ich kriege zu Nade die Frau mit den ganz, ganz dicken Brüsten. Aber lass uns mal zurückgehen. Ich glaube, du hast ein schönes Kostüm für sie. Echt? Das würde uns, das würde die Fans vor allen Dingen natürlich, die hier vergehalten. Nee, ich habe nicht. Aber das ist schade. Habe ich leider nicht. Wir müssen sie angezogen ertragen. Müssen wir sie angezogen ertragen. Oh mein Gott, auch das ist. Jetzt habe ich schon wieder auf Zug gedrückt. Sag mal hier. Das ist ein Rose. Ja, ich hab das ganz, Gefühl, Nation ganz, Zero ganz, hat Angst, das Spiel hier zu starten. Ganz verwirrt bei den großen Hoopies hier. Angst, die lenken natürlich, gucken sie sich an. Die lenken natürlich ein ganz kleines bisschen ab hier. Versus, ihr könnt die Statistik schon sehen. Genau, er hat die letzten beiden Kämpfe jeweils mit 2-1 gewonnen. Ja, hier ist das Verbeugen und damit geht das Match auch los. Ich hab mich verbeugt, hallo? Hab ich doch gesagt, das Verbeugen. Achso, ich hab verstanden, er vergisst das Verbeugen. Nein, also, hab ich nicht gesagt. Ja. Und zack, ich bin Lorena Zorro. Er ist Lorena Zorro, jetzt hat er sich leicht im Spiel vertan. Ja, aber die Attacken sind die gleichen. Lion Storm. Bam, und da zwiebel ich ihn nach oben. Und da zwiebel ich ihn nach oben. Und da zwiebel ich ihn nach oben. Das könnte ein Remix werden. Und da zwiebel ich ihn nach oben. Absolut. Also für die Musiker unter euch, macht doch mal einen schönen Remix und postet das Ganze dann. Ja, jetzt der Schlag in die Magen gegen das Baby. Ich hab das Baby verraten. Oh nein. Ich habe gespoilert, meine Fanscherz. Meine, von Jiraiya? Weißt du immer, von was? Gibt's ein Baby? Gibt's da jetzt ein Baby? Und er geht in den Modus und macht hier seine Schwertattacke, die überhaupt nicht trifft. Und da schleudere ich ihn nicht nach oben. Jetzt macht Mifune... Kein Chakra mehr. Ich habe kein Chakra mehr. Zack! Auch das wie Zorro. Also ich muss sagen, das Ding ist echt kopiert. Naja. Aber ganz ehrlich, es macht mir gar nichts. Ausgewichen hier. Und jetzt die Schwertattacke. Eine Sequenzjagd, die nächste mit Mifune. Und da erwische ich ihn und jetzt zwiebel ich ihn ins Universum, ey. Auf und davon. So, kann jetzt den Abschluss wagen mit dem ultimativen Jutsu und gehe natürlich gleich in meine ultimative Form. Boah. Und jetzt habe ich ihn erwischt hier. Boah, wie schnell kann ich Chakra laden, ey. Und dann Mifune, versucht doch mal alles. Ich habe automatische Chakra-Regeneration mit Tsunade. Das ist ja überhaupt nicht unfair. Bam und voll. Und da haben wir, schon wieder diese drei Klassen geschafft. Ich glaube es ja nicht. Ja, ganz klar. Ich mal Attacke machen. Mit Tsunade hier. Also er kriegt hier nur Hokages und welche werden sollten, könnten. Das ist damals wie NHL 2014. Mach doch mal einen Mimimi-Regel-Remix hier. Das würde mich freuen. Aber er muss sich dem zweiten Kampf stellen. Und im zweiten Kampf hat er meistens immer irgendwie noch gut abgesandt mit viel Glück. Das hatte nichts mit Glück zu tun. Da habe ich die Charaktere erstmal wieder richtig verstanden. Ach so, da hat er sich erstmal richtig verstanden. Da wurde er wieder eins mit den Charakteren. So, jetzt spielen wir mal Baldir. Ich könnte FIFA-Moderator werden. Die Ja, meine auch. Hallo? Kannst du mal aufhören? Hallo? Hallo? Kein Chakra mehr. Ja, Dito. Oh, hatte ich doch noch. Au. Jetzt verprügel ich ihn hier. Schiedsrichter, Schiebung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist das jetzt? Jetzt wirbelt er hier mit seinem Schwert durch die Gegend. Ich bin schneller. Oh,
Das schaffst du nicht. Jetzt reicht es mir, Funo, langsam Schwertstecher. Da hätte ich ausweichen müssen. Ich gehe in den Chakra-Modus mit Oma Tsunade hier. Nie wieder Chakra los. Uiuiuiui. Der hat gesessen. Das war meine Ulti, die ich gemacht habe, lol. Also sie war es nicht, aber sie hätte es sein sollen. Nein! Aber er läuft einfach rein in die Ulti. Warum tut er das? Was ist da los? Ja, ich will die Spannung natürlich aufrechterhalten. Hier nochmal die Sequenz zeigen, weil sie ist wirklich eine sehr schöne, ja. Aber ja, auch selbst jetzt werde ich das Ding jetzt noch beenden hier. Richtig, nicht. Oder auch nicht. Er gewinnt ja, schon wieder cooles das Ende. Ein sehr cooles Ende. Steven, du kennst dich doch damit so ein bisschen aus. Wie heißt das? Der tödliche Schlag aus der Messerscheide. Beziehungsweise aus der Schwertscheide. Dafür gibt es einen Begriff, das ist eine extra Sportart mal gewesen oder eine extra Kampfart. Das ist Iaido. Das ist die Kunst mit dem Schwert, deinen Gegner. Ja, bevor der Kampf eigentlich wirklich losgeht, mit einem Schwertstreich den Gegner zu vernichten. Ja, habe ich viele Jahre lang überhaupt nicht betrieben. Aber mich damit beschäftigt. Immerhin. Ja, und jetzt wollen wir unsere Zuschauer hier auch nicht weiter mit meinem Gesülze langweilen. C, ganz klar, ja, André, ich meine Nation Zero. Jeder weiß, dass er André heißt, ihr habt doch die Let's Plays gesehen. Nation Zero, C wieder, ja. Wenn ich gewinne, mache ich daraus wieder ein schönes S. Ja, ja, also das ist total unfair. Und dann spielen wir wieder Ball. Diesmal Mifune klüger. Da kommt naja, so eine ein bisschen angesprungen. Schnell mal wieder Chakra loaden hier. Chakra loaden hier. Also, ja. Oh. Schön teleportiert von Tsunade, nämlich direkt vor den Gegner. Das nutzt Mifune aus, macht seine Special. Seine Einzel-Start-Attacke. Richtig. Ah, das hätte die Ulti werden können. Und da kann er nicht hinkommen. Verdammt, ich dachte, ich hab noch einen. Da hat er sich verzählt, ganz brutal hier. Oh Gott! Und da ist die Special. Schön den Sprint abgewehrt hier und dann gekontert. Zack! Und der Schaden das kommt auf der Stelle hier. Ich gehe mir zu nahe lieber mal in den Chakra-Modus, weil das letzte, was mir jetzt ausgehen sollte, ist mein Chakra. Doch, das wird dir dieses Mal auch nicht helfen. Das, ich schwöre, es ist der erste Sieg für mich hier. Ich möchte noch nicht zu früh schreien, aber doch, eigentlich möchte ich das schon. Eine ultimative Attacke reicht hier aus. Bin ich schneller? Ja, aber das hilft ihm gar nicht, denn jetzt kommt sein Modus hier. Und da fliegt er nochmal in die Luft und wieder ist alles offen. Nein, Tsunade rennt rein. Erwischt ihn, mit dem Griff, mit dem Griff erwischt. Da fliegt er nochmal da oben. Ist sie schneller. Und der Modus ist vorbei von Tsunade. Und jetzt gibt's nochmal ordentlich aufs Ulti! Nein! Und sie trifft mich! Wie bist du da reingerutscht? Nein, wie geht denn das? Das darf doch nicht wahr sein. Mein Beschützer näher, der Hokage hier. Und er war zu Nade, rockt das Ding hier. Ich und haut vorbei, die Fune aus geblieben. Der Halle nach Hause ins Grasland zurück. Extra stehen geblieben und auf einmal rutscht er ein Stück zurück. Was war das denn? Ja, und in meiner Position ist es mir nicht erlaubt zu verlieren. Ganz genau das denke ich mir nämlich auch, ne? Und der hat wahrscheinlich sogar rechnet halt fucking S. Ja, das sehe ich doch jetzt schon. Bin ich gespannt. Komm schon. Und dann kommt das S und BAM! Showman Rock dieses Spiel. Ja. Und das war das dritte von insgesamt 5 Matches, die wir erst einmal machen werden, um zu sehen, wie es bei euch ankommt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt eure Kommentare in die... Kommentare! Genau. Verbesserungswünsche, Ideen, alles rein da. Gedisst habe ich ihn. Ich versuche, möglichst bei jedem zu antworten. Ansonsten. Vollkommen, ja. Habt ihr das gesehen? Bis zum nächsten Mal.